Ja, das war's. Mehr haben wir nicht. Zementfischer. Ich mache jetzt 9 Zementkräuter. Haben wir irgendwo Bier eingelagert? Ja. Ja, warte. Wir hatten noch haufenweise Bier. Ja, warte, ich hab's erstmal hier. Bin Heike, hier drüben, komm mal her. Bei mir. Hä? Ach, in den Hier. Kühler. Hier. Ich hab da Ah Ding. ja, perfekt. Was bringt denn der Mondschein? Nahkampfschaden, Betäubungswiderstand, Gesundheit, plus 600 Gesundheit. Geil. EP-Zuwachs plus 20% für 4 Minuten, das Lernelixier. Ich werde mal solche Rezepte jetzt machen. Ja, Halt, mach mal Lernre. Ja, Honig doch, brauche wäre ich noch. gut. Eh noch ein bisschen aufholen. Ich mache dir, ich gebe, wir haben noch welche, davon kannst du gleich mitnehmen. Dann levelst du vielleicht noch ein bisschen besser. So. Ach so. Pilze, Heidelbeeren und Alkohol. Haben wir überhaupt noch Heidelbeeren? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ah, doch, ein paar haben wir noch. Machen wir mal ein paar an. Okay, achtmal Großvaters irre Soße erstmal. Da brauche ich noch den Alkohol und ich kann 12-mal das Lernelixier machen. Wir brauchen mehr Hundefutter. Und dafür brauchen wir tatsächlich den roten Tee. Cool. Oh, also macht da wieder einen Sinn. Maismehl und Gärungsalkohol. Ja. Gärungsalkohol hatte ich hier bei der Apotheken-Ding mit Ach, deshalb habe reingetan. ich das hier nicht. Brauche ich für manche Rezepte. Gärungsalkohol brauchst du nämlich auch für Ärzte, denke ich. Dann mache ich vielleicht, wäre eine Kiste bei mir für Sonstiges nicht schlecht, in der ich solche Sachen reinpacke, die wie Säure und sowas. Was war's noch? Gärungsalkohol und. Ach ja, Maismehl. Komme ich raus? Danke. Ah, 125 kann man an Maismehl anscheinend maximal haben. Genau, das ist ein Stack. Immer noch nicht? Doch, warum wird es nicht angezeigt? 10-mal Großvaters Mondschein. Wie war das Katzenfutter da? Kann man mit dem nichts mehr machen? Glaub nicht. Okay. So, gib mich der Elixier. Warte, warte, warte. Tatsächlich, die Katzenfutter können nichts mehr. Was gut. Warte, hier. Das war früher fürs Lernelixier. Da sind zwei drin schon mal. Wir sollten ein paar aber auf der Hinterhand behalten, wenn wir dann nächsten Blutmond haben und unseren Sprengstoff werfen, weil das kommt gut. Von der Erfahrung schätze ich mal. Was? EP zu. Hast du Ich es? hab's falsche genommen. Okay. Aber erst kurz bevor du anfängst, nicht vorher. Und nicht vorm Essen. Okay. Ach, dieser kleine Racke. Oh Gott, ernsthaft. Ach, ist ja noch Essen drin. Ach, da ist ja noch Essen drin. Ach, da sind die Sachen, die ich gesucht habe. Ach, da ist ja noch Wasser drin. Roter Tee kann wieder weg. Pilze können wieder weg. Ach, da ist ja noch Kürbiskuchen da.
Ich will jetzt demnächst mal ein Kürbisbrot probieren zu machen. Und? Was denkst du? Weiß noch nicht. Besteht halt aus wenig Kürbis, habe ich gesehen. Okay. Ah. Warte mal. Freeman, hast du Benzin mitgenommen? Und den Erdbohrer? Ich Erdbohrer nicht mehr, der ist glaube ich weg, weil ich rausgeflogen war. Oh. Ehrlich? Ich hab noch einen, wenn du. Bist du schon weit weg? Bleib mal hier, ich hab noch einen für dich. Warte, dann komm ich. Dann gebe ich auch, bring ich auch das Benzin mit. Da hab ich noch 5000. Okay, dann lass ich lieber da. Brauch ein bisschen was davon auch zum Kochen. Da bitte. Danke. Ich bin in der Kantine. Ich glaube, ich hau mal Wasser. Ich höre Zombies. Was? Wie zur Hölle? Die sind hier drin? Hat jemand die Tür aufgelassen? Das war ich. Na toll. Ah, schon besser. Kannst du mal da bleiben? Mann, du blöde Bitch, bleib stehen! Na, geht doch. Oh, da kommt der Nächste. Da kommen noch mehr. Ja, so geht's auch. Ich war gerade am Kochen. So, ach nee, das Handelselixier muss woanders hin. So, wo haben wir denn in der Nähe Wasser? Wenn du raus ist nach links durch die Stadt. Kann ich das Ding nicht betanken? Dein Motorrad? Oh ne, meinst du hier hinten? Oh Mama. Moment, wo ist mein Motorrad? Was? Michelin, hast du es da vielleicht dahinter genommen, mit dahinter? Ich bin gerade verwirrt. Ich sehe es halt auf der Karte auch nicht, oder bin ich blind? Ich bin auf der Karte nicht angezeigt, aber es muss ganz nah sein, laut dem Ding. Das Freeman seine Karre, die hier steht. Ja, nee, warte mal. Ach, hier und liegt's. Wird mir auf der Karte aber nicht angezeigt. Na, ich hau mal Wasser. Wir waren ja an dem Ding mit dem Pool. Da könnte ich ja noch mal Wasser holen. Meine Welt ist dort. Ich muss halt gucken, dass wir mal ein bisschen mehr Wasser kriegen. Nee, das war's nicht. War eins weiter. Das hier war's. Oh! Da ist ein Hund. Was war? Da ist ein Hund. Ein Wolf. Ich lass ihn mal. Yeah, Zement. So, ich hab mal den Händler gezeigt, den Händler 2, wo der ist. Ah, das Wasser füllt sich wieder auf, wenn man es nimmt. Bei jetzt. Der Wüste ist auch einer. Kommt doch ein Zombie. Och nein, bin ich nicht so einer. Habt ihr das gehört? Das Wasser füllt sich jetzt mittlerweile wieder auf. Nee, das... Hab nicht gehört. Hab nicht gehört. Es verschwindet tatsächlich. Wir können den Pool irgendwann leer trinken. Hier ist eine Horde! Ach du Scheiße. Ich komm gleich. Ich komme.
Die ignorieren mich, ist ja niedlich. Okay. Ich schick noch immer den Wolf da. Wir brauchen ja kein Fleisch eigentlich mehr. Nein. Warte, ich komme. Hier auf die andere Seite, da drüben auf die andere Seite zielen. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Wo kommen sie? Ich weiß nicht, ich bin noch nicht mal in deiner Nähe. Meine Freeman, hab ich gemeint eigentlich. Warum sagst du da nicht allein? Rechts, von dir kommt einer. Oh, ich seh ihn. Wo jetzt? Ich kleine Athleten überfahren? Ja, ich weiß, das kommt schon vor. Den kann ich aber auch nicht tanken. Na egal. Wo jetzt? Hey du! Skaten ist ja tabu. Schnauze, Mann, ey, du kannst nicht mal. Den juckt das gar nicht. Ist das hier mit Beton den unterschiedlichen? Ja. Das eine Beton und das andere zweimal. Mhm. Sollte man aus kosmetischer Sicht vielleicht noch verbessern wieder. Ich hab schon Zement angesetzt. Da bin ich viel mit. Steine, aber ein paar. Wie war's denn? 12.000. Ja, wieso mach ich jetzt die Tür zu, wenn ich noch draußen stehe? Das wollen wir doch alle wissen. Das dauert jetzt immer am längsten hier sowas. Zement herstellen. Ich mache jetzt mal eine Massenproduktion an Wasser. Das. Du bist durstig, ja. Das hört mich mit meinem Erdbohrer nicht mehr. Ich warum damit immer weg ist. Und weil ich rausgeflogen bin, das ist so verpackt manchmal. War ich froh, endlich so ein Ding zu finden und dann tut das aber verschmeißt. Können wir es denn nicht herstellen? Nö, also ich noch nicht. Nein, da brauchst du ein Rezept dafür. Könnte Level 5er bauen, aber ist nicht freigeschalten. Hm. Ah, bei mir leider auch noch nicht. Ich könnte Level 4er bauen. Oh, jetzt haben wir 12-mal Lernelixier, sehr schön. Großvaters Mondschein haben wir auch noch. Und haufenweise irre Soße. 9-mal. Warum liegen da in dem Händlerding Pflastersteine? Das sind keine Edelsteine, nur dass du es wisst. Mist, ich hab einer vergessen. Ach, egal. So, was machen wir denn als nächstes? Ihr müsst nicht mit mir reden, ist okay. Keine Ahnung, was haben wir vor? Plündern gehen. Ach, ich habe ja noch ein Level 5er Jagdmesser. Ja, plündern klingt eigentlich gut. Beziehungsweise vielleicht gehe ich aber auch auf die Quest gleich. Gucken, ich wollte euch mal gucken wegen Quest. Außerdem verstehe ich dich mit dem Erdbohrer sehr schlecht. Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit den. Macht das auch so ein scheiß Geräusch? Nee, oder? Nö, aber das ist halt sehr laut. Ja. Ich fahre mal kurz zu meiner Quest. Da kommt der eine. Oh, schon wieder eine Schreierin. Warte. Schaffst du sie? Oh! Tot. Ich wollte gerade zuschlagen. Sollte gerade meinen Knüppel spüren. Ja, ja. Okay, ich fahre jetzt zu dem Ding. Mit meinem 20% Sprit. Ich kann das Ding nicht auftanken aus irgendeinem Grund. Irgendwie komisch, normalerweise müsste es ja können.
Junge, du kannst ja auch den Bach verlegen dort drüben vom Haus. Hier rennt ja noch einer rum. Mensch! Ja. Will ich erstmal den Haufen weg haben hier. Weiß auch bloß. Und die Reste vom Haus, da kriegst du ja auch Steine und Sand gleich raus vor allem. Ja. Junger Mann, kommen Sie mal bitte her. Ja, Sie mit der Kapuze, bitte. Bitte herkommen. Den ich den Arm verlieren. Reiß dich gefällig zusammen. Nee, der ist gleich umgefallen, der blieb gleich liegen, hat gesagt, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin grad will komisch aus. Ich zerleg mal ein paar Autos hier. Ja, das wollte ich auch schon machen. Hab ich auch schon wegen Teilen, hab ich das gemacht. Ja, auch wegen Benzin tatsächlich gerade, ich hab nicht mehr so viel. Oh, da ist Geld drin. Motoren. Motoren brauchen wir. Motoren, okay. Wofür brauchen wir die? Motoren brauchen wir wegen Fahrzeugen. Ich brauche wegen Betonfischer brauche ich einen Motor. Okay. Das entbehrt nicht ganz einer gewissen Logik. Betreiben wir doch, aber naja. Ich brauche auch noch einen Motor halt. Ah! Kein Motor. Oh, da ein Buch drin. Kneipenschlägerei. Kräftige Sprintangriffe werfen deinen Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Boden. Oh, das spielt doch mit. Immer oder zweimal? Ich find's immer zweimal, das Buch. Okay. Fast perfekt für drei Leute. Da lobe ich mir auch Project Zomboid. Da kann man die Bücher eigentlich immer wieder lesen. Okay. Bringt dir bloß nichts mehr. Oh Mann. Du liest sie halt einmal und dann weißt du ja, was drin steht. Also zumindest die Fachbücher. Okay, es gibt noch andere Bücher, die dir deine Langeweile wegnehmen, aber die kannst du tatsächlich nur einmal lesen, die sind dann weg. Oh. Davon findest du aber massig. Man macht das um 6 auf nur. Ja. Wollte ich mir gerade zu dem Hinfahren wegen einer Quest gucken. Oh, muss ich in Bell's Bakery? Nee, muss ich nicht. Doch, muss ich. Willst du dir kommen, Wichtelein? Wenn du möchtest. Ich bin auf dem Weg. Will eh in die Stadt wieder rein. Hier sind auf jeden Fall wieder haufenweise pflasterige Steine. Hä? So viele Pflastersteine brauchen wir ja nicht mehr. Beton ist ja auch. Beton brauchen wir viel, also Zement sehr viel. Ja. Oh, da kommt gleich von oben runtergesprungen. Der hat zwar nur ein Auge, aber das ist Terral. Uiuiuiui. Da geht das Leben runter bei Michelin. Halbzeit hatte. Ich bin schon ein bisschen weiter. Ja, nochmal 10.000, muss erstmal reichen. Nein. Etwas Gutes hat's tatsächlich, was wir verbessert haben. Wenn du eine Mikrosekunde zu früh abbrichst beim Nachladen, ist es nicht mal so, dass deine Waffe plötzlich leer ist. Ja, wie sonst immer war. Ja, das ist ja ganz oft mein Verhängnis gewesen. Hm. Dass eigentlich die Animation abgeschlossen war, aber du vielleicht noch jetzt eine halbe Sekunde warten müssen. Und dann ist deine Waffe plötzlich leer gewesen. Stimmt, das Problem hat man sehr oft gehabt. Oh, wie viel halten die Suppe? Oh, 53, dann essen wir erst eine Suppe. Oh. Das war ein Tour in der Hafen Wenn anscheinend. Gut. Erstmal fertig. Brauchst du noch Hilfe? Meinst du mich? Ja. Oh, da gibt's auf jeden Fall wahrscheinlich Erfahrung zu sammeln. Alles klar. Mach den Erdbohrer bei dir in die Kiste wieder rein. Das ist egal, du kannst auch behalten, ich bin nicht drauf angewiesen. Vorräte. Na gut, dann behalte ich ihn erstmal. Viele Vorräte. Wow, das waren sehr viele Vorräte. Hinten reinmarschiert. Also hier ist massig, hier ist eine riesen Küche voll mit Essen. Und das kann ich gleich nochmal neu starten. Alles ja eine Bäckerei, klar. Ach, Eier, auch nicht schlecht. Ja, also. Die werden auch nicht schlecht anscheinend. Vor allem Eier.
Was ich noch nie verstanden habe, wenn du die Eier aus dem Laden kaufst, wie lange die halten, die werden ja wirklich nach einer Zeit schlecht. Und wenn ich dran denke, unsere Hühnereier, wie lange die gehalten haben. Die werden bestimmt mit irgendwas behandelt oder so. Nee, als ich in der Legebatterie gearbeitet habe, kann ich mich nicht erinnern, aber es war wirklich so, die Sachen werden halt schlecht, aber Hühnereier, die du selber legst, wenn du die einfach nur, hier sind zwei, drei Stück, dann wäre ich vorsichtig. Ja, Rabe. Einer zumindest. Au! Lass mich durch! Der Rollende ist tot. Oh, das war bloß der. Da ist noch ein Rocker dabei, müssen wir aufpassen. Ich muss ja anderthalb Stunden los. Das macht nichts, ich mach eh bloß noch diese eine Aufnahme. Oh, das ist ein One-Hit-Wonder. Ich hab nämlich auch dann noch was vor. Ja, ich muss eigentlich auch noch ein bisschen was machen. Du musst arbeiten, Freeman, oder? Nö, ich fahr nur zum Kaffee. Ich bin noch nicht mehr in der Nachtschicht. Ach ja. Wonder? Die Nicht-Nachtschicht, ist ja klar. Normal Früh- und Spätschicht, bitte. Achso. Die Bäckerei ist echt schön. Das stimmt, ja, wirklich was das ist. Ich mach die Mikrowelle, mal sehen, was hier drin ist. Wie hast du gesagt, die Schemm-Sandwich, das können wir wegschmeißen. Die kann ich nicht verwenden. Früher waren die für die Schemm-Suppe da, dafür brauche ich jetzt aber eine Dose Schemm. Was? Rezepte, damit kann man schimmeliges Brot herstellen. Ich weiß nicht, ich guck gleich mal, ob ich das schon hab. Oh, hey. Hier war Honig drin. Schimmeliges Brot. Oder warte mal, konnte man das aus den alten Schemm-Sandwiches machen? Ja, schimmeliges Brot. Wasser und zwei Schemm-Sandwiches ergeben ein schimmeliges Brot. Verdammt, ich habe die vor alle weggeschmissen, glaube ich. Ja, egal. Ja. Macht nichts. Hast du echt das Fach leer geräumt, die ich alles gefunden habe? Ja. Was, ich bin schon wieder voll? Ehrlich, manchmal könnte ich prügeln. Dann prügel. Selbst kurz um, warte. Mit Prügel erwischt. Holzspalter, was ist das denn? Ein Stahlknüppel. Ein Stahlhelm brauchen wir nicht, oder? Der ist besser als mein Militärhelm. Was hier? Hier geht's raus zur Elektrik oder irgendwas. Ich bleib am Stahlhelm mal. Oh, der ist sogar was wert. Seid ihr oben? Ja. Ich kann das dann gleich nochmal neu starten. Nicht allein. Da kommt der Kopf gleich runter. Ein Kopf? Der Kopf von der Decke. Ja, ist ja verstrahlt. Ich sehe was Grünes. Ach nee, der hat gekotzt. Ich glaube, dass ein Freeman hat einen Kopf gefunden. Hier ist jemand anderes runtergekommen. Ja, der ist Freeman und hat einen Kopf entdeckt. Schaffst du das? Lauf weg. Ich komme. Den kriege ich hin. Okay. Freeman ist gestorben. Was? Ich sehe schon, hier fliegt gerade alles die Treppe runter. Also. Nicht die Treppe, aber. Er ist tot. Der lebt ja immer noch. Der ist jetzt real. Ich wundere mich, warum der nicht kaputt geht. Hier ist ein Nest. Oh, guck mal, ein Vogelnest. Mit Federn. Hier drinne. Was ist das denn? Wie bist du denn hier reingekommen? Ja, man merkt mal Wichteleien und seine Orientierungskenntnisse. Das hat nichts mit Orientierung zu tun. Ah, da, okay. Ich höre, dass jemand einen Erdbohrer nimmt. Ja. Ah, hier oben ist gar nichts. Hier ist gar nichts weiter. Das Beste ist die Küche. Was wenn verlegst du gerade? Du weißt es. Okay. Hab dich befreit. Ich war schon oben dann gerade. Ja, ich bin mal ganz für eine Minute kurz weg. Jo. Okay, bist du draußen? Weil ich starte gleich. Warte, gleich zurück. Okay, ich starte jetzt. Oh, alles wieder wie es war. Kommt auch gleich am Anfang wieder die Armee von da oben anscheinend.
Ich repariere mal meine Schrot. Ich glaube, diesmal gehen wir erst. Oh, da sind schon. Ja. Ah, ein Fleischiger. Ein Fleischiger Terraner. Warum willst du nicht verrecken? Die sind schlimm, finde ich. Ja, waren doch schon immer die schlimmsten. Das sind die Fleischigen. Laufen des Hack ist schon ziemlich gefährlich. Bei, was ist das denn für ein roter... Achso, das ist eine Lampe. Bei Dingens, TV Total. Ja. Gab's ja auch immer diese Fragen, die sie den Leuten gestellt haben. Solche allgemein. Wie nennt man diese Krankheit bei... das krieg ich nicht auf. Wie nennt man diese Krankheit, bei der der Hals anschwillt? Oh, ein Geier! Bei der Hals anschwillt. Ziegenpeter oder Hackepeter? Und da hat wirklich einer gesagt, Hackepeter. Was für... Da ist einer. Ja, ich schlage in den Schritt. Ich auch, von unten. Ey, die haben Probleme, einen zu erwischen. Kannst du mal den Kackgeier wegmachen? Warte gleich. Wenn ich ihn treffe. Hinter. Ach, jetzt. Willst du nicht zerlegen? Ich mach's schon. Ah, du bist wieder da. Gesagt, ich bin auch da. Wenn ich hör. Wuhu! Jetzt komm ich hier nicht hoch. Wuhu! Zerlegst du die Solaranlage? Jo. Kann man die eigentlich bauen? Kannst du bauen. Ja, später. Was bringen die? Strom. Ja, aber kann man Strom irgendwie sammeln? Ah, nur Batteriebank dann. Ah, und den kann man dann für einen Blutmond zum Beispiel nehmen. Genau. Oder um sein Bier zu kühlen. Für irgendwas. So. Wichtige Sachen. Okay, gehen wir mal hier lang. Na, guten Tag. Sind sie auch noch nicht untergekommen. Oh, Geld gefunden. Auf so hohe Kuriertonne ist doch was hier drin ist. Michelin, ich glaube, das ist für dich hier. Ja, ich wollte gerade sagen, hier irgendwo muss das sein. Ach, das finde ich aber gut, dass die Dinger jetzt direkt da. Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe noch ein Buch für euch. Hm? Wenn ihr es noch nicht hattet. Nö, hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich repariere mal kurz mein Hämmerchen. Das gar kein Hämmerchen ist, aber ist ja egal. Okay, wir werden gleich bedient, haben sie gesagt. Aber der beeilt sich da hinten. Mit der Bedienung. Ah! Oh. Wir sollten erstmal den Terran loswerden, oder? Ja, der hat so richtig zerlegt hier. Machen wir nicht nochmal. Da beenden wir einfach mit der Quest hier unsere Aufnahme und fertig. Du. Ich treffe. Du Arsch. Oh, Mineralwasser ist hier noch drin, wenn jemand will. Oh, nee, warte aufnehmen. Mal, ich trinke einfach das gekochte Wasser und kann ich es aufnehmen. Hab noch Platz. Nee, ist okay. Ich trinke einfach das gekochte Wasser, ich habe eben gerade ein bisschen Brand. Nicht rein. Hä? Hast nichts in mein Motorrad reingepackt? Jetzt wo du sagst, nö. Oh Gott. Gehen wir mal in die Küche, da gibt's viele Sachen. Oh, hier ist nochmal was. Kneipenschlägerhandband 2, wer will? Wer? Wow, hier war ich ja noch nie. Ich pack mal schnell was weg. Ach, jetzt kann ich nach...
Ihr knackt den Tresor, schätze ich mal. Jo. Dabei. Braucht nur Ausdauer. Natürlich ist schon alles leer gelootet. Schlagring, Schrotflinten, Muni und ja, nicht wirklich lohnenswert. Haben wir viel Essen gekriegt? Also ich habe einiges gekriegt. Ey, wartet mal, ist das nicht dieses komische Ding, wo wir das letzte Mal draufgegangen sind hier? Ja. Wollen wir da nochmal schnell reingehen? Ich weiß nicht, ob es schon nachgefüllt ist. Garantiert. Das sind 11 Tage vergangen. Das müsste eigentlich wieder da. Ist es alles wieder da? Und die Zombies auch. Ja, ist auch wieder ein Zeraler. Oh. Mal raus. Warte, der kommt gleich. Ich hab's aber eher auf diesen Bereich da hinten dann abgesehen. Ja, ich weiß, was ich meine. Oh, ah, Waffenschrank. Zweimal. Mit Waffenteilen. Oh, und Munition, aber immerhin. Ich hoffe, dass Zombie hier bald weitergeht. Boah, hier ist echt, also hier ist echt viel drin, oder? Ich hab keinen Platz mehr. Ich auch nicht. In meinem Motorrad ist noch Platz. Ich geh mal zu wichtig als Motorrad. Ist sogar 4 Platz. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, sehe ich gerade. Ah, ich kann die Schmerzmittel nicht nehmen. Oh, ich kann jetzt essen. Oh Mann. Ich muss gleich mal ausladen nochmal. Nee, ich finde halt zu viel. Ich finde halt zu viel Müll. Warum nehmt ihr einen Glassplitter mit? Ahnung, das ist cool. Glassplitter kannst du einschmelzen, ich weiß. Ich hab definitiv die Kiste oben noch nicht geholt. Oh.